Es war nicht verwunderlich, dass alle darauf hingewiesen haben, dass wir in einer tiefen globalen Rezession sind und genauso aber dafür geworben haben, möglichst schnell wieder auf einen nachhaltigen Entwicklungspfad zurückzukommen. Und wir waren alle überzeugt, dass dafür gemeinsames Handeln, abgestimmtes Handeln und nicht unilaterales Handeln die richtige Antwort ist. Und deshalb war klar, der Multilateralismus stand schon vor der Pandemie vor einer großen Herausforderung und diese Herausforderung ist nicht kleiner geworden. Deshalb wird die Armutsbekämpfung in den nächsten Jahren sicherlich ein wesentlicher Punkt sein. Und wenn wir einmal sehen, 9 Billionen Dollar jetzt in Stützungsmaßnahmen, das ist nicht gleich verteilt über die Welt, sondern das sind vor allen Dingen die Industrieländer, die das schaffen können, zum Teil vielleicht auch die aufsteigenden Länder unter den BRICS-Ländern, aber viele können das eben nicht.